Hallo, Ursula von der Leyen macht einen Lippenbekenntnis einen riesigen Schritt Richtung Lippenbekenntnisse. Einen neuen Green Deal kündigt sie an für ganz Europa. Lächerliche 1 Billion Euro bis 2050 will sie dafür für ganz Europa aufwenden. Ich erinnere nur daran, dass die zweiten Scientists for Future 2 hier, Bild-Zeitung, innerhalb von 7 Jahren 900 Milliarden erwirtschaften wollen für das Klima. Also Bild-Zeitung, Köln 900 Milliarden Euro für das Klima, das will die Kölner Gruppe, zweite Scientists for Future 2 Initiative Weltrat, durch eine Gesundheits-, Ernährungs- und Pflegereform erreichen. Also hier der Bildartikel. Also das heißt, 900 Milliarden ist fast 1 Billion in 7 Jahren. Und von der Leyen will für ganz, und das nur für Deutschland, und von der Leyen will 1 Billion locker machen bis 2050, das sind fast 30 Jahre, nee, das sind über 30 Jahre, und das für ganz Europa, für glaube ich 28 Staaten. Und sie hat noch von keinem einzigen Staat der Erde, Europas, auch nur eine Zusage, dass sie diese 1 Billion auch nur kriegen wird. Also wir sind wieder schön dabei, Lippenbekenntnisse zu machen. Sie greift auch das von Professor Quaschning angebotene Mondparadigma eines John F. Kennedys, also dass es darum geht, den Mondflug zu finanzieren, entsprechend die Klimaziele zu finanzieren. Große Worte, aber ich fürchte, alles heiße Luft, alles nur Lippenbekenntnisse, entgegenkommen, weil Worte kosten nichts. Und wenn es dann um die Kosten geht, dann werden alle den Schwanz einziehen und werden kneifen. Und dann wird dann einfach nur diese Blase zurückbleiben. So, zu den zentralen Irrtümern von Precht. Precht und Lesch sind beides Philosophen. Und beide machen den Zentralfehler. Also wenn wir hier hier war der Bild-Zeitungsartikel hier. Wenn wir uns nochmal klar machen, was Wissenschaft ist, dann ist sicherlich Precht und Lesch sind beide, weil Precht ja auch neben der Philosophie auch Physiker ist, kann man sicherlich sagen, dass sie beide Kopernikus, Kepler und Galilei und Newton voll akzeptieren. Also sich da nicht, also keine Flacherdler sind, also da sind sie sicherlich schon mal ganz frei davon. Aber eben wieder der entscheidende Punkt: Gregor Mendel, Wallace und Darwin berücksichtigen sie nicht. Das heißt, sie sind in dem Sinne wieder kreationistisch und damit also auch wieder im pseudowissenschaftlichen Bereich. Denn wir hatten ja Pseudowissenschaft auch so definiert, dass eben Pseudowissenschaft bedeutet, wenn ich zentrale Erkenntnisse anderer echter Wissenschaftler nicht einbeziehe in mein Arbeiten, dann bin ich eigentlich jenseits der Wahrheit und außerhalb der Wissenschaft eigentlich dann schon. Und Precht, also zum Beispiel bei den zweiten Scientists for Future 2 findet sich zum Beispiel ein Philosophieprofessor, der eben sozusagen ganz klar sich äußert in dem entsprechenden Interview, dass er es gut findet, dass die zweiten Scientists for Future 2, der Weltrat und so weiter, dass das alles die Evolution mit in das Philosophieren einbezieht. Und genau darum geht es. Das ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Unwahrheit sozusagen. Das ist sicherlich der beste Philosoph, mit dem ich je gesprochen habe.
und der Journalist auch, der mit dabei war, den wir je gesprochen haben. Denn an sich ist ja die Philosophie, wenn man die Evolution der Wissenschaft untersucht und die Evolution und Mutation und Selektion in ihr Wirken im Rahmen der Wissenschaftsgeschichte untersucht, kann ich ja nur kurz sagen, an sich ist ja die Philosophie berüchtigt dafür, dass es da im Wesentlichen um die Verwirrung des gesunden Menschenverstandes geht. Also möglichst viel reden und möglichst viel rumschwadronieren, angefangen mit den unsäglichen Gottesbeweisen, die Philosophen vollbracht haben, sozusagen so lange rumschwadronieren, bis den Leuten der Kopf brummt und schwirrt und bis sie am Ende sozusagen zweifeln daran, ob es den Stuhl gibt, auf dem sie gerade sitzen, oder ob er einfach nur eine Illusion ist oder irgendetwas anderes. Also die Verwirrung des gesunden Menschenverstandes war eigentlich das klassische Metier sozusagen der Philosophie. Und erst wenn sie sich auch, wenn sie sagt, wir müssen, wenn wir philosophieren, müssen wir immer wieder auch auf die Begriffe Mutation und Selektion zurückgehen. Wir müssen immer wieder Evolutionsbiologie mit einbeziehen und damit philosophieren. Dann sind wir sozusagen bei einer wissenschaftlichen Philosophie, die sich also im Realkontext bewegt und die auch eine Chance hat, aus der früheren Aufgabe der Verwirrung des gesunden Menschenverstandes auszusteigen, sozusagen. Ja, und ganz generell haben wir eben das Problem ja sowieso, dass Wissenschaft in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus, eben die Zentralaufgabe hat, sozusagen bestimmte Gehirnwäschen, die in der Bevölkerung vollzogen werden müssen oder wollen, sollen, ja, sozusagen mit dem Stempel sozusagen zu versehen, wissenschaftlich geprüft, das ist Wahrheit, ja, mit dem Wahrheitsanspruch zu versehen. Das erinnert so an die Zahnpasta-Werbung, wo eben der Zahnarzt als Wissenschaftler sagt, ja, das ist klinisch geprüft und damit ist es Wahrheit. Ja, also quasi sozusagen, um das Geschäft im Kapitalismus und in der sozialen Marktwirtschaft zu vergrößern, ist die Dienstmarktwissenschaft allzeit bereit, sozusagen. Studien werden gefälscht, werden finanziert. Ich weiß nicht, wie viel Professoren es weltweit gab, die sagten, dass Fukushima und Tschernobyl niemals, also erst vorkommen würden in 500.000 Jahren. Sie sind aber nach wenigen Jahrzehnten gekommen. Also das heißt, Wissenschaft und Lüge, das ist, hat sehr viel miteinander zu tun, wenn man in Kategorien von Mutation und Selektion die Evolution der Wissenschaft untersucht. Und das können Precht und Lesch beide nicht. Lesch riskiert sogar seinen Ruf, indem er sich so ganz knallhart sozusagen so, als ob es in der Wissenschaft noch nie Wissenschaftsbetrug, Datenfälschung gegeben hat, sich so ganz, ganz naiv und ganz ohne evolutionsbiologisch kritischen Blick auf die Evolution der Wissenschaft so naiv wissenschaftsgläubig bewegt. Da kann ich dann gleich übergehen zu MyLab, wo man dann fast schon ärgerlich wird, weil das wirklich, da wird es wirklich ärgerlich und peinlich, ne? MyLab, es ist sozusagen ja, wie könnte man sagen, die Ideologin oder die Propagandistin der kapitalistischen und sozialmarktwirtschaftlichen Pseudowissenschaft, ja. Zum Beispiel, wenn sie ein Video macht über Homöopathie oder so, ja, das ist kaum zu ertragen, weil natürlich jeder evolutionsbiologische Denker und jeder, der in Mutation und Selektion denkt, weiß natürlich ganz genau, dass die Homöopathie ein rein pseudowissenschaftliches Placebo-Verfahren ist. Der MyLab fällt völlig, fehlt völlig. Sie ist so richtig schön die Dienstmarkt der weltweiten Pharmaindustrie, sozusagen der kapitalistischen, sozialen, marktwirtschaftlichen Pharmaindustrie,
völlig unkritisch, ohne Reflexionsfähigkeit, ohne wissenschaftstheoretische Fähigkeit, evolutionsbiologisch mal die Wissenschaftsgeschichte reflektieren und hinterfragen zu können, auf Irrwege und Massenmanipulation und Gehirnwäschen und so weiter. Und da natürlich ist die, aber das, die entscheidende Frage ist doch, wieso sind so viele Menschen so begeistert davon, dass ein Placebo-Verfahren, die Homöopathie, und wieso sind sich so viele Menschen so sicher, dass ihnen das mehr geholfen hat in ihrer Lebensqualität als vieles Schulmedizinische? Ja, genau deswegen, weil eben die Evolutionsbiologie eben nachweist, dass die Schulmedizin 100-mal gefährlicher ist. Wie viel harmloser ist es und wie viel mehr Chancen für die eigene Immunabwehr und die sogenannten Selbstheilungskräfte bietet ein Placebo-Verfahren der Homöopathie, während die Chemotherapie und die Antibiotika und andere aggressive Verfahren eben eher den Körper regelrechte Schläge zufügen und seine Immunkräfte eher schwächen und so weiter. Also eigentlich ist doch die Tatsache, dass die Homöopathie so viel Anklang und so viel Erfolg hat bei den Menschen, eigentlich nur ein Hinweis darauf, wie gefährlich die Schulmedizin geworden ist. Und das kann natürlich aber eine solche Propagandistin, also ich weiß nicht, eigentlich müsste MyLab fürstliche Gelder von der Pharmaindustrie bekommen, weil sie so richtig die Rechtfertigerin aller gewinnbringenden kapitalistischen, sozialmarktwirtschaftlichen Ideologien ist. Das ist fast schon, da könnte man fast schon ärgerlich werden, wenn es nicht so traurig wäre. Ja? Und jetzt weiter hier, nächste Seite, gehen wir auf die Seite ein. Was fehlt also einem Brecht, Lesch und Welzer, Harald Welzer, ist ja auch sozusagen ein Sozialpsychologe, der aber auch eine philosophische Ader hat. Und der bringt auch, also das, was an Brecht gut ist, ist, dass er natürlich auch lange über Karl Marx spricht und ihn auch durchaus kritisch sehen kann. Und Karl Marx, die zweiten Scientists for Future 2, sagen ja, dass eben Karl Marx ein regelrechter, ja, Verniedlicher und Verharmloser des Kapitalismus war. Und auch Welzer sozusagen und Brecht, ich glaube, beide sprechen immer wieder davon, dass wir eine neue Gesellschaftsordnung brauchen. Aber wenn dann die neue Gesellschaftsordnung ihnen vor Augen geführt wird, dann wollen sie davon nichts wissen, denn sozusagen vielleicht kommt dann das zum Tragen, was Brecht sagt, die meisten Philosophen sind eitel und wollen lieber die Wahrheit opfern, als ihren eigenen Heiligenschein zu opfern. Also Brecht und Welzer sozusagen, immerhin sprechen sie darüber, dass wir ein neues Gesellschaftssystem brauchen. Das ist positiv zu vermerken. Ja, und wie gesagt, bei Lesch und MyLab ist diese naive, völlig unkritische Haltung zur Wissenschaft besonders negativ zu beurteilen. Also lassen Sie sich nicht von solchen Irrwegen mehr in die Irre führen. Hier jetzt also noch mal ein bisschen Realität. Das ist das, was diese Leute alle nicht in der Lage sind zu studieren, nämlich hier die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre NVWL. Ich will noch mal darauf zurückkommen, was es für eine Dreistigkeit bedeutet, wenn ich also sozusagen über Menschen rede, über Gesellschaftssysteme, über Wirtschaftssysteme, die aus Menschen bestehen und von Menschen gemacht sind und wo Menschen interagieren, und ich habe überhaupt keine Ahnung von Menschen. Ich habe weder eine Ahnung von Psychologie, Psychobiologie, Evolutionspsychologie und deren Weiterentwicklung bei den zweiten Scientists for Future 2, den neuen Galileis. Und aus Eitelkeit versperre ich mich gegen diese Neuerungen. Ne?
Ja, also bitte lassen Sie sich nicht mehr in die Irre führen. Also die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre ist das Maß aller Dinge und die naturwissenschaftliche Beweisführung anhand des Naturgesetzes von Mutation und Selektion. Also quasi jeder, der nicht wenigstens alle paar Sätze irgendwann mal zurückkommt auf Mutation und Selektion und auf Evolutionsbiologie, dem müssen Sie in Zukunft mit größter Skepsis begegnen, denn das ist eher dann ein Kreationist, der also Darwin ignoriert oder nicht richtig studiert hat, weil es sehr schwierig ist. Darwin ist extrem kompliziert, weil es unser Denken bis aufs Letzte herausfordert. Und darwinistisch oder evolutionsbiologisch fühlen zu können, ist eine der Höchstschwierigkeiten. Ne? Und deswegen, also hier wird das Ernährungssystem, ich habe das so oft schon geschildert in den Videos, dass ich das nicht nochmal, das kann jeder nachlesen auf der Startseite der zweiten Scientists for Future 2. Und das Gesundheitssystem, hier könnte MyLab erstmal lernen, was Kapitalismus und soziale Marktwirtschaft bedeutet und was für ein mörderisches Gesundheitswesen sozusagen dieses teuflische System soziale Marktwirtschaft macht und wie dann eben in der Wissenschaft Wissenschaftsbetrug, Wissenschaftsirrtum, Fälschung und so weiter eigentlich alles verderben und eigentlich quasi ganz ganze sogenannte Wissenschaftsgebiete zu Propaganda- und Werbeinstitutionen für die pharmazeutische Industrie geworden sind und so weiter. Ja, also hiermit ist, glaube ich, alles gesagt. Die Irrtümer, die Zentralirrtümer dieser Personen sind angedeutet und von der Leyen mit ihrem Green Deal. Ich bin gespannt, ob sie auch nur einen Euro aus den Staaten der Europäischen Union bekommen wird für ihren schönen Lippen, für ihr schönes Lippenbekenntnis sozusagen zum Green Deal und ihre verbale Annäherung an Greta Thunberg, aber wahrscheinlich sind das einfach nur Worte und nichts dahinter. Tschüssi!